So, jetzt haben wir hier ein Pferd mit der Mareike. Rosi. Mareike ist die nächste. Rosi. Dieses Pferd ist jetzt wie alt? Haben Sie mich verstanden? Vorhin konnte man mich so schlecht verstehen. Ist 6 Jahre alt und Sie sehen jetzt schon, dass dieses ein Temperamentbündel ist. Er hat eine entsprechende Größe. Auch nicht immer einfach. Lassen Sie ihn einfach mal los. Hier müssen wir wirklich wieder an die Grundlagenarbeit gehen. Hier müssen wir dafür sorgen, dass unser Pferd erstmal wieder Vertrauen findet. Aber Sie hängen Rosi jetzt immer so ein klein wenig im Zügel, weil Sie dem Pferd einfach sagen wollen, halt, du musst bei mir bleiben, nicht? Stimmt's? Immer bei mir bleiben. Nein, die Pferde bleiben nicht immer bei einem. Es sei denn, sie haben mich verstanden, vertrauen mir und machen das, was ich dann auch intuitiv mache. Wir glauben ja gar nicht, wenn Reiter etwas weiter ausgebildet sind, wie unglaublich sensibel die Pferde das intuitive Vermögen eines Reiters aufnimmt. Der Reiter denkt und dann fangen sie schon an. Werden Sie sicherlich alle mal festgestellt haben. Sie machen einfach Bewegungen auf Ihrem Pferd, die Sie selbst gar nicht mehr wahrnehmen. Deswegen ist das auch so schwer, aus erfahrenen Lehrern irgendwelche Gefühle zu bekommen. Was hast du gefühlt, als du das und das gemacht hast? Die meisten können das gar nicht sagen, können das gar nicht vermitteln. Das ist auch sehr schwer. Wenn ich also hier unten stehe und gebe ja Unterricht, dann bin ich hinterher auch selbst ein bisschen fertig, weil ich immer mitarbeiten, mitreiten muss. Was mache ich denn selbst dann mit dem Pferd, wenn es so ist? Und deswegen unterhalten wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen so, damit ich jetzt hoffe, dass er jetzt etwas losgelassener geht. Wir haben auch da, Rosi, haben wir gesehen, das Pferd hat gegen die Hand gestoßen. Haben Sie das gemerkt? Geben Sie ihm doch mal die Hand. Der sagt Ihnen was. Der sagt, ich will einfach mal meinen Hals so tragen, wie ich es möchte. Nehmen Sie sich mal die Zeit. Der kann ja nicht weglaufen. Wir sind alle hier. An der Seite werden Sie aufgefangen. Ich stehe in der Mitte. Ich fange Sie dann auch auf. Und dort in der Ecke auf, wo er hinlaufen wird, auch. So, lassen Sie ruhig los. Wenn Sie zu Hause arbeiten, nehmen Sie das mal. Der ist ja einfach ein bisschen schwach im Rücken. Ist er? Stimmt's? Will dadurch aber das irgendwie kompensieren, indem er vorwärts geht. Das ist normal, nicht? Das Pferd ist unsicher, ist nicht bei Ihnen. Sobald Sie ihn aufgenommen haben, stellen ihn zusammen, ist es einfacher für ihn. Hier würde ich empfehlen, dieses Pferd in der Grundlagenarbeit zu festigen. Das heißt, dass Sie ihn schön an die Hand herantraben in der Arbeit, aber nicht zu eng machen. Wenn er zu eng wird, parieren Sie. Klappt das nicht, würde ich dieses Pferd zum Beispiel draußen einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten, boah, vielleicht auch 25 Minuten, einfach im leichten Sitz galoppieren. Ein Pferd baut Stresshormone auf, Adrenalin. Adrenalin muss raus, sehen wir doch bei uns Menschen. Oh, Burnout ist ja ein großes Thema heute. Alles hat Adrenalin, unglaublich. Wenn die Menschen das alles in Arbeit umsetzen würden, in körperliche Arbeit, hätte keiner mehr Adrenalin. So ist das. So ist es aber auch mit den Pferden. Das Pferd ist das einzige Lebewesen, wie auch Einhufer in der Wildnis, ein Zebra, das aus dem Stand abgaloppieren kann, weg, flüchten kann. Warum? Das Pferd ist so geschaffen, dass also Adrenalin, in dem Moment, wo das Pferd etwas sieht, will flüchten, schmeißt es den Kopf hoch. Sie haben alle erlebt, wenn Sie draußen sind und das Pferd hat was gesehen, draußen galoppieren Pferde auf der Koppel, Sie reiten nebenan, das Pferd schmeißt den erstmal den Hals hoch und dann geht die Post ab. Haben Sie alle mal erlebt? Warum werden denn von einigen Reitern die Pferde auf den Kopf geritten, den Kopf zwischen den Vorderbeinen manchmal? Man hat ja dolle Ausdrücke dafür gewonnen, Hyperflexen und so. Das Pferd wird in eine hilflose Situation gebracht in diesem Moment. Es wird also dem Menschen mit Gewalt dienlich gemacht. Das ist aber doch nicht das, was wir wollen.
Wir wollen durch systematisches Gymnastizieren das Pferd uns dienlich machen, wobei wir die Belange des Pferdes immer berücksichtigen müssen. Das heißt, muskulär entwickeln. Das ist oberster Grundsatz. So, jetzt haben wir doch schon mal was ganz anderes hier, oder? Geben Sie mal zu Hause machen Sie das nicht. Machen Sie das zu Hause auch? Ja. Macht er das genauso? Ja, da sind wir. Ja, wenn man das weiß, dann macht man das. Das ist dann relativ einfach, das dann zu tun. Von da aus muss man aufarbeiten. Dann kann es aber auch passieren, dass das Pferd, wenn Sie jetzt antraben, genau das Gleiche macht. Also macht man auch genau das Gleiche, was wir jetzt im Schritt gemacht haben. Das dauert zwar länger, das müssen wir aber einfach in Kauf nehmen. Einfach in Kauf nehmen. Nur jetzt nicht meinen, dass das irgendwie so eine Magie ist, das Reiten. Absolut nicht. Das sind reines physikalische Gesetze, die da vorgehen. Gut, den Kopf des Pferdes müssen wir damit in Rechenschaft ziehen oder dabei berechnen. Aber ansonsten ist das nichts anderes als ein Paket von Knochen, Sehnen, Muskeln, die wir entsprechend formen und formieren müssen, um ein Ganzes zu bekommen. Der Kopf, eines der wichtigsten Dinge dann überhaupt in der Ausbildung, dass der mitspielt, der steuert das Ganze. Das heißt, dass wir also die Charaktere eines Pferdes immer in die Waagschale werfen müssen. Ist es temperamentvoll so sensibel, müssen wir etwas tun, damit wir keinen Adrenalinschub bekommen. Den müssen wir rausbringen, also machen wir das vorher. Das heißt, wir galoppieren das Pferd ab, lange genug, bis es abschnaubt. Das kennen wir alle, dieses schöne Abschnauben, dass wir nur nicht müde reiten. Das müssen wir nicht machen. Aber wir müssen dem Pferd so viel Zeit geben, um sich zu entspannen. Und das merken wir dann auch in der Galoppade, das Pferd schnaubt ab. Lassen Sie das Pferd mal einfach mal so 10 Minuten galoppieren. Das ist lange, wenn man da drauf sitzt. Am besten in die Lüneburger Heide, da haben sie lange Wege. Und da sehen die Pferde schöne Heidschnucken. Aber nehmen Sie Eisen drunter, beschlagen Sie das Pferd, der Sand ist scharf. Meine Frau wollte das auch mal machen mit einem Pferd, das hat aber keine Eisen. Und dann ruft die mich nach einer Woche an, da sagt sie, Mann, der kann gar nicht mehr auftreten. Der muss irgendwie Hufgeschwür oder sowas haben. Ich sage dann, ruf mal sofort einen Hufschmied an und lass ihm Eisen drunter machen. Der Sand war wirklich so scharf, der hat also den ganzen Huf abgeschliffen. Und dann wieder dieses Galoppieren und das Pferd war wie umgewandelt. Das waren 14 Tage, war das Pferd ein anderes. War so ein heißer Vogel, den konnte man kaum regeln. Ich sage das mal einfach so platt. Aber das hat geholfen. Abgaloppieren, leichten Sitz, lange genug. Niemals stören, niemals rückwärts wirken, wenn man nicht muss. Man muss ja auch manchmal sagen, du musst bei mir bleiben. So,